So, der nächste Schritt ist, die Lager wieder einzusetzen, die neuen. Als erstes werde ich ein bisschen Feinschmierung, Feinöl auf einen Q-Tip setzen hier, im frischen. So, nur aufsprayen. Genau. Und jetzt das Lager ein bisschen einfetten. Nicht zu viel, nicht zu stark, aber doch so, dass das sauber ist. Auf der anderen Seite auch ein bisschen einölen. Super. Jetzt braucht es nichts anderes noch als dieses Set. Ich habe dies von Microcopter direkt eingekauft. Es gibt andere Möglichkeiten, zum Beispiel von Bocca. Die haben auch ein sehr ansehnliches Sortiment an Lagern. Wir nehmen dann ein Lager. Ich versuche dann immer die Beschriftung außen zu behalten. Einfach ein bisschen andrücken, das reicht. Und jetzt mit dem Hammer, wenn möglich Kunststoff oder Messing, einfach einschlagen. Vorsichtig. Schön. Immer im Kreis, wenn möglich, und einschlagen, bis das ganze Lager schön flach ist. Voilà, das war's schon. Dann die andere Seite, wiederum Beschriftung außen und dann wieder einschlagen. Das war's schon. Jetzt vielleicht zum Schluss testen, ob alles okay ist. Man nimmt wieder die Glocke und versucht das hier einzuführen ein bisschen. Genau. Und jetzt Glocke drehen. Ah, super. Alles okay. Zufrieden. Das andere Lager testen. Ebenfalls. Glocke drehen. Perfekt. Und jetzt kann man das Ganze wieder zusammenstellen. Und das war's dann auch schon.